vorsichtig, nicht die Hände einfärben. Anscheinend ist das Lager schon lange verlassen. Gibt's hier noch irgendwas? Nee. Ein alter Kaja-Wachturm. Den sollte ich mir mal ansehen. Da komme ich wieder runter. Ja, komm, hoch da. Viel Talent braucht man hier nicht auseinander. Was Klettern angeht. Geschafft. Ah. Und da ist noch eins dieser Geräte. Da ist Fahrlicht. Und dahinter liegt der verbotene Westen. Das ist... eine Linse. Ich krieg sicher später raus, was ich damit mache. Das sieht beinahe so aus, als... weiß ich nicht. Hätte da einer... der Alten das gebaut. Oh krass, ey, da hinten schaut's aus, der Wahnsinn. Wahnsinn, geiler Scheiß. Hey Schnucki, na? Auch wieder da? Cool. Noch eine zweite Linse. Also die ist hier oben. Auf dem Türmchen hier, den man sehen kann. Der Turm befindet sich, wie ihr sehen könnt, hier. Okay. So, hier so in dem Bereich. Die wollen, dass ich hier... okay, ich rede halt mal mit Tulis. Wenn ich da überhaupt keinen Bock drauf habe. Ach ja, stimmt. Hier kommt man ja wieder nicht runter. Weil der Maschinengerät hier nicht in der Lage ist, da runter zu springen.
unseren Job. Ich mach das schon. Torles. Du hast dich also fürs Jagdgebiet entschlossen. Nein. Nicht gut. Iswat hier hat allerlei Prüfungen für Heißsporne wie dich, die ihr Maschinenjagdgeschick erproben möchten. Oder wie die Tenakt sagen, sich Streifen verdienen. Dachte, die Jagdgebiete gehören den Kaja. Die Tenakt haben im Westen auch welche. Fragst du aber die Kaja, haben Westländer die Idee dem Sonnenreich gestohlen. Die Tenakt haben das Gebiet eine Weile genutzt, nachdem sie die Kaja vertrieben hatten. Hier lagen sogar noch ihre Spezialmünzen, die man bekam, wenn man seine Streifen verdient hatte. Hier, das sind Medaillen von den Kaja. Kriegsbeute. Das heißt, man kann sie im Tenakt-Clan-Gebiet gegen Ausrüstung tauschen. Ganz schön grausig, ich weiß, aber das waren die Kaja bei den roten Raubzügen ja auch. Da fällt mir ein, wenn du nach Westen willst, könnte Iswat dir welche geben, sofern du dir deine Streifen verdienst. Die könnten dir da draußen bestimmt nützlich sein. Danke. Wenn du etwas für die Prüfungen brauchst, komm zu mir. Ich habe vieles, das dir bestimmt nützlich wäre. Viel Glück. Mega. Werde ich aber erstmal nicht machen. Mache ich offline oder mache eine separate Folge draus. Schauen wir mal. Jetzt geht's erstmal Richtung Fahrlicht. Ernsthaft? Ich muss das machen? Nein, muss ich nicht. Kann's machen. Nur die Prioritäten ändern. Und so einfach ist es. Der letzte Teil des Sonnenreichs vor dem gewohnten Westen. Im Kaja-Raum. Vielleicht hast du das die Gesandtschaft. Okay, ich muss rausfinden, wer hier das Sagen hat. Aber zuerst sollte ich Vorräte auffüllen. Vielleicht sollte ich mich mal umsehen. Da ist Erend. Er hat wohl einiges Intus. Retterin, du musst mir helfen! Ja, genau. Den Boden hier zu schrubben macht echt riesengroßen Sinn. Retterin! Nur du kannst helfen. Carnava. Sie ist Meridians Retterin, nicht deine. Nenn mich einfach Aloy. Was willst du? Niemand hört mir zu, aber die Eklipse. Sie sind im Schrecken. Ernsthaft, Carnava? Aloy ist es, die sie besiegt hat, und du nervst sie mit diesem Blödsinn? Einige sind wohl nach Westen nach der Schlacht bei der Flamme. Eine der Wachen, Laruvik, schlich sich fort und traf sich mit einem. Ich wollte lauschen, aber sie sahen mich, und dann wollte Laruvik mich töten. Ich wehrte mich. Es hieß er oder ich. Leider gibt es nichts Handfestes, das Laruvik mit der Eklipse verbindet. Und da Connor war den Mord nicht bestreitet, verurteilte Nosar ihn zum Tode. Woher weißt du, dass Laruvik für die Eklipse arbeitet? Also, ich konnte zwar nicht alles hören, aber beide sagten das Wort Eklipse. Also für mich ging das schon verdammt weit hergeholt. Man schreit Eklipse und schon entkommt man der Todesstrafe. Ich habe keine Angst vorm Tod. Aber wenn wir das ignorieren, werden auch andere sterben. Sag mir genau, was passiert ist. Vor Wochen schlüpften beim Schichtwechsel Eindringlinge durch das Tor. Bis wir das bemerkten, waren sie schon fast aus der Schlucht. Nosar wollte sie aber nicht verfolgen. Um die kümmern sich die Tenakt, meinte er. Nosar lässt sich nicht ablenken. Er straffte die Streifenpläne, tadelte die Wachposten und es ging weiter wie immer. Aber mir ging das nicht aus dem Kopf. Keiner von uns arbeitet schlampig. Also ließ es jemand absichtlich offen. Und Laruvik, nun, er mault immer über Offiziere, aber bei der Sache blieb er still. Und nach dem Vorfall verhielt er sich plötzlich anders, nervös. Als er sich eines Nachts aus der Kaserne schlich, folgte ich ihm. Ich sah, wie er mit einem Fremden stritt. Und als Laruvik die Eklipse erwähnte, wollte ich näher ran, aber sie hörten mich. Der Fremde floh und
Larovik griff mich mit dem Messer an. Ich wehrte mich. Wachen hörten den Lärm und sahen mich bei seiner Leiche stehen. Warum glaubst du ihm nicht? Wir waren im Wald, haben Laroviks Bett durchsucht, mehrmals, und nichts gefunden. Also, Canova ist ein guter Mann. Ich halte ihn nicht für einen kaltblütigen Mörder. Aber für Nosar zählen nur Fakten. Und Canova hat Larovik nun mal getötet. Er bestreitet das nicht, richtig? Nein, aber da draußen sind noch mehr Eclipse. Dass es keine Beweise für diese ganze Eclipse-Sache gibt? Also, Tote kann man nicht befragen. Nosar ist mit der kommenden Gesandtschaft schon ausgelastet und will keine Ablenkung. Aber wenn du Eclipse-Soldaten siehst, die im Wald Pläne aushecken, dann sag Bescheid. Tja. Hast du bei diesem Treffen irgendetwas über ihre Pläne gehört? Nein. Aber die Lichtung liegt gleich östlich von hier, am anderen Ufer. Da haben bereits ein Dutzend Soldaten gesucht. Dort ist nichts. Ich kann Dinge sehen, die andere nicht sehen. Wenn Eclipse im Schrecken sind, finde ich sie. Vielen Dank, Leloy. Die Sonne segne dich. Immer mit der Ruhe, Soldat. Yes, Soldat. Das möchte ich irgendwie nicht so glauben. Ich hol mir noch die andere Quest. Oh, bin ich vorhin vorbeigerannt. Na gut. Ist das? Du bist die erste Nora, die je mit mir gesprochen hat. Retterin, sag mal, du bist nicht zufällig auf dem Weg ins Niemandsland, oder? Vielleicht. Wieso fragst du? Ah, tja, offen gesagt, es gibt Schätze im Westen. Herrenloser Schrott und altes Metall. Und ich habe eine starke Truppe Plünderer, die sich dort auskennen. Hast du keine Angst vor den Tenakt? Doch, sehr. Aber ich mache die meisten Geschäfte im Niemandsland, neutrales Gebiet und so weiter. Fahrlicht ist unser Zugangspunkt, wenn sie nicht gerade für Gesandtschaften schließen. Ich hoffe doch, deine Ankunft bedeutet, dass sie bald öffnen. Ich habe schließlich ein Geschäft zu führen. Ich will diese Gesandtschaft hier ebenso sehr wie du. Glaub mir, ich arbeite daran. Gut zu wissen. Und vergiss uns nicht. Wenn du den Weg freimachen kannst, findest du unser Hauptlager gleich hinter Fahllicht. Wir kaufen jeden Schrott, den du hast. Und wenn du Maschinenteile brauchst, wir haben die besten im Westen. Garantiert. Okay. Also bis später. Wenn du die verdammten Tore öffnen kannst. Okay. Ich bin wohl nicht die Einzige, die diese Tore öffnen will. Ich dachte, da kommt jetzt nochmal irgendwas Interessantes, aber... Hey, Erin, du alter... Meine Herren? Lawine. Unser Stichwort. Wird es so besser? Ich würde dich einladen. Wer rettet dann die Welt? Lass mich raten. Du hast es eilig. Also, frag einfach, wenn du was brauchst. Boy. Wie ist es gelaufen, seit... Du heimlich davon bist? Nicht schlecht. Die Garde schlägt sich gut. Hat der Wart nach dem Kampf gegen die Eclipse unterstützt. Nach einem Monat bestatteten wir sein Anrecht. Dann kam der Auftrag, Wadis auf seinem Weg zur Gesandtschaft zu behüten. Dachte, das wird ein Kinderspiel, also ging es natürlich schief. Du wurdest überrascht. War nicht dein Fehler. Noch ein paar von denen und ich glaub's. Also... Konntet ihr Ersa bestatten, wie ihr es vorhattet? Ja, konnten wir. Viele Leute erwiesen ihr die letzte Ehre. Die Hälfte schuldete ihr Gefallen. Die andere sogar ihr Leben. Ja, am Ende tranken dann alle. Das wildeste Begräbnis aller Zeiten. Das hätte ihr sicher gefallen. Scheiße, ja. Scheiße, ja. Hätte alle unter den Tisch gesoffen.
Was weißt du über die Gesandtschaft? Nicht viel. Nur, dass Abazi unbedingt entsenden will. Er will partout Frieden mit diesen Tenakt. Aber wie ich höre, sind die nicht sonderlich erpicht auf Diplomatie. Sie lassen Klingen und Pfeile sprechen. Wenn du zu ihnen gehst, sei vorsichtig. Das könnte schnell übel werden. Ich werde dran denken. Was weißt du über den Ort? Nichts Gutes. Dorthin haben die Kaja die Gefangenen der roten Raubzüge aus dem verbotenen Westen gebracht. Die Glücklichen wurden zu Sklaven. Der Rest wurde zum Sonnenring in Meridian gebracht. Als Opfer. So ist es. Die Tenakt verwüsteten ihn, als sie die Kaja aus dem Westen verjagten. Irgendwie verständlich. Jetzt bezahlt der Bad Osseram, ihn wieder aufzubauen. Egal, wie viele neue Steine sie verwenden. Das Blut bleibt für immer. Krasser Scheiß. Ich sollte dann mal los. Lass dich nicht aufhalten. Aber willst du das wirklich? Ja. Die Welt retten. Bisschen viel für dich allein. Irrend. Schon gut. Den Versuch was wert. Also, was ich sagen wollte, wenn du mich jemals brauchst. Weiß ich, wo ich dich finde. Nächstes Mal hoffentlich nüchtern. Verlass dich nicht drauf. Pass gut auf dich auf, Aloy. So, schön. Ach, warte mal, ich glaube, ich habe mich hier spoilern lassen in dem Moment. Weil... jetzt müsste eigentlich die Szene kommen, wo mir verweigert wird. Da ist eine dicke Steinmauer zwischen dir und dem Tenakt da draußen. Yes, sir. Bleib wachsam. Oh, wir gucken mal. Gibt es neue Rüstungen? Ich mache die Hauptquest mal noch nicht. Ich will erst noch die anderen da suchen. Die Bösen im Gebüsch. Nora Osseram. Nora Wachposten. Oh, das hat natürlich wesentlich mehr Werte, aber... minus 20 Säure? Was ist denn das für ein Kack? Fernkampf. Okay. Kann ich mir nicht leisten, da fehlt mir ein Bauteil. Und gibt's noch eine Quest? Heilmittel für Schärfe. Nee, danke. Ja, aber das ist doch außerhalb jetzt, oder? Das ist tatsächlich außerhalb. Ich würde erstmal noch da runter gehen. Mal gucken, was es da noch gibt. Habe ich das jetzt gefunden? Ja. Lagerfeuer gibt es auch. Ich würde erstmal zu dem Ausrufezeichen dann dahin gehen. Aber jetzt erstmal schnell speichern. Dann hole ich mir mein Reittierchen wieder. Was macht der denn da? Hey. Was ist passiert? Was? Was geht dich das an? Und dich? Eigentlich nichts. Mein Tag war schon ziemlich mies und jetzt haben sich diese zwei Idioten auch noch ausgerechnet meine Schicht zum Bergsteigen ausgesucht. Wäre halb so wild, wenn der hier nicht so schwer wäre. Was? Zwei Idioten? Stottere ich? Ja, zwei.
Ich habe einen Rufen hören, da oben. Sie hatten wohl die Wahl, scharfe Klauen oder tiefer Fall. Da braucht jemand Hilfe. Willst du nicht irgendwas machen? Selbst schuld. Und ich habe hier schon genug zu tun. Du hilfst nicht. Im Ernst? Du etwa im Ernst? Da braucht jemand Hilfe auf der Klippe. Ich sollte losklettern. Das sind ganz schön scheiße, die Leute hier. Das ist Greifpunkt. Und jetzt würde mich trotzdem mal interessieren. Das ist die Quest. Da muss ich hin. Und das ist das Fragezeichen. Da will ich hin. Also, rechts lang. Quest kann man später auch noch machen. Einmal schüttel, schüttel, schüttel. Wie so ein Gummibärchen. Toll. Okay, also doch eher... Hey, was sind das für Viecher? Sind das die... Wühler? Ja, das ist ein Wühler. Na gut, vielleicht kommen wir ja dann über den Teil hier da hoch. Zu diesem lustig Fragezeichen. Komm, du warst doch schon fast oben, Aloy. Das Klettersystem ist nicht so prickelnd gerade. Ja, toll. Schon wieder so eine Pilzwucherung. Nein, weg von mir, du Eimer voll Schrott! Ich sollte das Ding aus der Wand ziehen können. Feuer schädigt sie. Aus. La 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 la, schön alles plündern, das ist toll.
Es ist schön, dass sie das immer alle sagen, dass sie sich bedanken wollen. Die kommen in meinen Rucksack. Bist du verletzt? Geht schon. Mein sogenannter Leibwächter. Bist du ihm begegnet? Er war schwer zu verfehlen. Er ist tot. Puh. Das hat man dann wohl davon. Wenn man in der Taverne den erstbesten Kerl anheuert, der angeblich Erfahrung mit der Maschinenjagd hat. Wenigstens muss ich ihm jetzt nichts zahlen. Was willst du denn hier oben? Das hier war mal ein Signalturm. In seiner Mechanik ist eine Linse verbaut, die in sehr gewissen Kreisen äußerst wertvoll ist. Okay. Und da die Kaja den Turm abreißen wollen, dachte ich, ich könnte die Linse retten, bevor sie zerstört wird. Hol sie für mich und die Linsen aus den anderen Türmen. Und ich werde dich sehr reich belohnen. Na gut, dass wir schon mal zwei Stück haben. Das war also mal ein Signalturm. Ja, es war ein grandioser Anblick. Die sechs Türme, beleuchtet, verteilt im Schrecken. Sie haben die Leute gewarnt, wenn die Tenak kam, was auch immer das gebracht hat. Du kannst dir wohl vorstellen, dass die Kaja keine Kosten und Mühen gescheut haben. Und die teuren Linsen brauchen ein neues Heim, bevor die Türme zerstört werden. Okay. Also bist du eine Diebin? Ich bin eher eine Opportunistin mit einer guten Nase fürs Geschäft. Hör zu, die Kaja werden die Türme sowieso abreißen. Für sie sind sie wertlos. Sie wollen jetzt mit den Tenak auf gut Freund machen. Also ein Verbrechen ohne Opfer. So eine Chance. Sag das deinem Freund da unten. Selber schuld. Alter. Warum machst du es nicht? Na, auch ohne den verletzten Knöchel bin ich doch auch nicht nur annähernd so geschickt wie du. Komm schon, es wäre doch wirklich schade um die Linsen. Mein Vater hätte das auch nicht gewollt. Ich könnte die Linsen auch behalten. Ja, ich habe schon welche gefunden. Na, sieh mal an. Du bist wohl auch eine Opportunistin, was? Dann will ich sie dir gern abnehmen. Das hier sollte ein schöner Lohn dafür sein. Ich bin schließlich eine ehrliche Haut. Danke. Aloy. Rayna. Okay, Aloy. Wenn ich soweit bin, kehre ich nach Fahrlicht zurück und pflege meinen Knöchel. Aber ich bleibe hier, wenn du mir diese Linse aus dem Turm da holen willst. Kein Stress. Ich sag's nur. Es lohnt sich, versprochen. Mal sehen, was ich tun kann. Wusste ich, dass ich die falsche Antwort gewählt habe. Keine Linse? Noch nicht. Ah gut, du weißt, wo du mich in dem Fall findest. Ich hätte gern noch ihren Vater gewusst. Naja, egal. Keine Munition mehr dafür gehabt? Uiuiuiui. Okay, bin drin. Hey, wenn man runterfällt, kommt man hier auf jeden Fall wieder hoch. Das ist schon mal gut. Das verstaue ich für später. Der Nähe, ob das gut ist.